Seit Einführung dieses Produktes, also nicht der Gabel, sondern der Go 2, hat Insta360 wirklich einen Meilenstein an Actioncams hingelegt. Denn die Insta360 Go 2 ist eine der kleinsten, leichtesten und beststabilisiertesten Actioncams weltweit. Also zu ihrer Zeit. Und wie du siehst, ich habe sie mehr als, ja, strapaziert. Persönlich fand ich das Case nie gut. Das ist auch sehr empfindlich, dünnes Plastik. Die Kamera liefert immer noch gute Ergebnisse, aber wurde tatsächlich weiterentwickelt mit der Go 3. Längere Aufnahmezeit, bessere Akkukapazität, weniger Überhitzung und dieses Cradle, also diese Ladestation, ja, die ist gigantisch. Du hast nicht nur hier ein Monitor, das heißt, wenn ich das jetzt mal hier hochklappe, kannst du die Aufnahme sehen. Huhu! Ja, das Ganze ist einfach, ja, gefühlt eine Mini-Selfie-Station. Dazu kommt dieser kleine Knopf hier. Ich gehe mal was näher ran. Der war unglaublich wichtig, denn die Kamera, so schön die magnetische Rückwand ist, ja, also die ist wirklich strapazierfähig, aber Magnete kommen auch an ihre Grenzen. Da hat Insta360 hier so kleine Mupsis reingemacht. Und an diesen Halteklammern greifen jetzt neben der magnetisierten Fläche auch Klammern rein. Das heißt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass das jemals losgehen würde, wenn du nicht auf die Knöpfe drückst. So, da war ich auch extrem von begeistert. Also mich hat auch nie gestört, dass die Go 3 gegenüber der Go 2 etwas größer und dicker geworden ist. Was ich aber immer schade fand, wenn ich es mit anderen Kameras kombinieren wollte, ist, dass die maximale Auflösung bei 2,7K am Ende war. Und die 4K, die Insta360 Go 3S, packe ich jetzt mit dir aus. So, dann gucken wir doch mal, was in dem Paket drin ist. Also, ich sehe, dass hier unten steht, Works with Apple My Find. Also, mit wo bin ich oder wo ist? Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich muss mal gucken, ob die alte Version das unterstützte. Finde ich richtig stark. Das heißt, solltest du sie mal verlieren bei einer wilden, actionrasanten Fahrt oder bei einem Einsatz, dann ist es tatsächlich so, dass du die Kamera damit wiederfinden kannst. So, das ist die Zubehörbox. Gucken wir uns mal an. Ich liebe die Verpackung von Insta360. Da ist nämlich echt wenig Plastik im Spiel. Hier ist Papierkram. Ach so, das ist nur ein Trenner. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. So. Papierkram. Aufkleber. Das hätte man doch auch in Papier einschlagen können, oder? Insta360, das ist ein USB-C auf USB-A Lade- und Datenkabel. Und jetzt gucken wir uns das gute Ding mal an. Guck mal, in schwarz. Guck mal, in schwarz. Das ist richtig, richtig schick. Also, es gefällt mir schon extrem gut. User Guide. Es ist schon clever. Du hast auf der Rückseite tatsächlich schon mal die Erklärung, was du mit der Kamera wie machen kannst. Also, das finde ich sehr, sehr cool. Das hier, das haben sie auch schon wieder geändert. Also irgendwie hört Insta360 seinen Kunden gut zu oder liest in Foren mit. Auf jeden Fall sind so Kleinigkeiten von Version zu bemerken, die einfach besser geworden sind. Hier, allein diese Magnethalterung, so sehr ich sie liebe, ja. Die alte hatte nicht so eine schöne, runde Passform und hat sich dementsprechend nicht, naja, kann man vielleicht nicht sehen, auf jeden Fall anatomisch so gut angeschmiegt. Das hier ist auch, naja, eine coole Sache. Es ist 9:16 und 16:9, also Porträt und Landscape. Und selbst die Schnur haben sie geändert. Nein, sie haben auch direkt ein 1/4 Zoll Gewinde daran gemacht. Also die Weiterentwicklung ist echt gut. Gefällt mir. Das hier ist die Klammer, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Ich schiebe mal das jetzt weiter, damit man das auch besser sehen kann. Gefällt mir schon arg gut. Das hier ist mein Cappy-Halter. Der ist jetzt nicht verändert worden von der 3er zur 3S.
So, und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Go 3S im Verhältnis zu ihrer Vorgängerin Go 3 mal etwas genauer an und lass dich nicht von der Farbe irritieren. Manchmal wirkt Schwarz logischerweise etwas kleiner, aber es fällt direkt auf, dass die Linse hier etwas größer geworden ist, sodass man es besser auf- oder abschrauben kann. Das heißt, hier ist eine Gummierung drin, die ist hier nicht. Das ist ein glatter Rand. Fangen wir mal auf der Unterseite an. Die sieht ziemlich identisch aus. Die rechte Seite, die sieht auch ziemlich identisch aus. Die Oberseite, ja, da würde ich sagen, das sieht auch alles identisch aus. Und auf der linken Seite, wo auch der Eject-Button für die Kamera ist, ja, da sieht auch alles gleich aus. Das bedeutet, das Gehäuse an sich ist meines Erachtens identisch. Ja, wir gucken uns das auch nochmal hier an. Ja, ich persönlich würde sagen, das Gehäuse, also die Cradle an sich, ist nahezu identisch. Und ich finde, sie sehen so unglaublich gut aus. Also persönlich fällt mir auf, hier ist nur eine Gummierung und hier hast du noch wie eine Art Oberflächenribbel. Ja, also ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann. Auf jeden Fall ist hier, man kann es bestimmt hören. Ja, also das hier ist eine ribbelige Oberfläche. Die Unterseite ist identisch. Ja, und sonst ist da an der Kamera, würde ich sagen, nichts anders. Aber viel wichtiger als meine Meinung ist deine Meinung. Was möchtest du zur Go 3S sehen oder wissen? Beziehungsweise interessiert dich vielleicht auch die Vorgängerin oder ein Vergleich. All das kannst du dir hier wünschen, denn nur so kann ich auch den Content machen, der auch wirklich gut ist. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde die Gabeln mal schnell in die Spülmaschinen stecken, damit ich nicht erwischt werde. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.